So, ich bin da. Ja, hallo. Hi, Katja. Jetzt warten wir nochmal, dass ein paar Leute hier den virtuellen Raum betreten. Ja, Freue wie mich, dass schön, du dich zu da bist sehen. und dass das Ja, so sehr, sehr gut gerne. Ja, super. Das ist ja Also nicht immer ganz offizielle. einfach technisch. Ja, oder? Ja, also ich bin immer wieder ganz begeistert, wie das funktioniert. Und ich freue mich total, dass wir uns endlich mal, wenn es auch nur virtuell ist, kennenlernen. Es ist unfassbar, Leute. Wir haben gerade im Vorgespräch festgestellt, dass wir wirklich fast Nachbarn sind und uns aber Ja. noch nie begegnet sind. Das ist völlig, völlig strange, oder? Ja, aber so ist das manchmal in Berlin, ja. Ja, absolut. Also es freut mich sehr und ich merke, es kommen immer mehr Leute hier rein, weil wir haben ein ganz wichtiges Thema, Katja, was wir heute besprechen. Krebs braucht Kommunikation und auch mit deiner Familie. Das ist quasi das Oberthema. Ich würde fast sagen, vor allem mit der Familie. Also bei mir war es ja so, ich habe 2020 im Oktober die Diagnose Brustkrebs bekommen. Da war ich schon alleinerziehend mit meinen Kindern. Die waren damals 7 und 12. Und ich habe für mich persönlich wirklich ein paar Tage gebraucht, um erstmal damit Ja, das klarzukommen und glaube auch ich. das zu verdauen, zu verinnerlichen. Und dann ist ja natürlich die riesengroße Frage, wie erzähle ich das meinen Liebsten? Ja, also das ist, Warst du denn ich. alleine bei beim Arzt? Das ist, man ist ja Ja. auch nicht immer alleine dann schon. Also manchmal ist der Liebste oder die Liebste ja auch schon mit dabei. Ja, das war halt in dieser Hochphase von Corona und ich musste quasi während der ganzen Therapie und auch schon im Vorfeld wirklich alles alleine machen. Und ich habe mir aber zumindest, was Therapie betrifft und auch Beratung betrifft, natürlich Hilfe holen können. Es lief zumeist online, aber es lief. Und du bist Therapeutin, du bist Familienberaterin, du weißt, wie man mit Krisen umgeht, du weißt, dass vor allen Dingen ja auch Kinder diese feinen Antennen haben. Ja. Das war mir damals auch bewusst. Ich habe viele Bücher gelesen, aber was würdest du so aus deiner Perspektive sagen, bevor ich vielleicht mal meine Geschichte erzähle, wie geht man am besten in der Familie mit so einer Diagnose Krebs überhaupt um? Ja, also du hast eben gesagt, ich kenne mich mit Krisen aus, ja, mit Entwicklungskrisen. Und ja, auch Krebs kann eine Entwicklungskrise sein. Aber ich will nochmal sagen, dass natürlich so eine Erkrankung, diese Erkrankung auch speziell eine Ausnahmesituation ja total darstellt. Und letztlich ja eigentlich die Frage ist, wie man diese Ausnahmesituation in den Alltag integriert. Also dass eigentlich der Alltag nicht permanent zur Ausnahmesituation wird, aber trotzdem natürlich man selbst in einem Ausnahmezustand ist. Ja. Und auch da gibt es ja, und das wirst du ja vielleicht auch noch erzählen, nachher gibt es ja auch unterschiedliche Phasen irgendwie zwischen den Chemos oder je nachdem, was für einen Krebs man hat. Das ist ja eben auch, als ich jetzt im Vorhinein auch überlegt habe, was kann man vielleicht grundsätzlich sagen? Es ist so komplex, es ist so vielschichtig, ja. Deswegen ist das ja auch so wunderbar, dass dieses Projekt Yes We Cancer, dass diese Möglichkeit besteht, diese ganzen vielschichtigen Ebenen zu beleuchten und zum anderen eben auch Menschen zusammenbringt, die alle eine Geschichte haben. Und jede Geschichte ist anders, jeder Körper ist anders, jede Konstellation ist anders, jede Familie ist anders, jeder Krebs ist anders. Die Stadien sind unterschiedlich. Also das ist sozusagen eine Gleichung, zwar eine Gleichung in einem Bereich, wenn man mal so will. Und trotzdem gibt es ganz, ganz viele Unbekannte. Und deswegen ist es gar nicht so einfach, grundsätzlich etwas dazu zu sagen. Ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, das könnte man tatsächlich sagen, dass man nicht damit alleine bleibt. Ja, auf Das jeden ist das Fall. Allerwichtigste. Ja. Ja. Also da muss ich auch sagen, natürlich gibt es hier in der App bei Yes We Cancer jede Menge Anlaufstellen, die einen wirklich super beraten, wo man super Informationen gibt. Was mir damals aber auch sehr geholfen hat, ist meine engsten Menschen um mich zu haben, die mir auch geholfen haben. Ich hatte jeden Montag meine Chemo, meine beiden besten Freundinnen oder meine Mutter haben mich immer abgeholt und ich habe tatsächlich, das erzähle ich aber gleich erst, weil mich interessiert mal, was du so raten würdest.
meine Kinder auch damit einbezogen. Die hatten so ihre kleinen Jobs in meinem, ich sag jetzt mal, Krebsalltag, ja. Und das war für uns, war das eine gute Lösung. Also alles, was wir hier sagen, ist ja nur aus unserer Perspektive erzählt. Jeder muss das letztlich Absolut. selber wissen, wie er es macht. Aber ich kann für mich behaupten, dass ich sehr gut durch diese Phase gekommen bin. Auch die Familie ist gut dadurch gekommen, auch die Kinder. Aber jetzt mal an dich als Expertin gefragt, wenn man Kinder hat, was würdest du sagen, wie bringt man denen so eine Diagnose Ja. bei als Also auch das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ja, das ist und hängt eigentlich auch von den Faktoren ab, die ich jetzt auch gerade genannt habe. Also Ja. es, und da kommt noch dazu, wie alt sind die Kinder und mit welchem Ziel? Das finde ich auch eine gute Frage. Mit welchem Ziel erzähle ich das den Kindern? Also erzähle ich das mit dem Ziel, dass es einfach im Raum ist, dass der Elefant, der da ist, irgendwie mal benannt ist, oder möchte ich die Kinder mit einbeziehen oder habe ich vielleicht auch das Bedürfnis, mich mit meinen Kindern auszutauschen? Und das eben, das ist ja auch eine schwierige Frage, weil wir haben ja Verantwortung letztlich für unsere Kinder und geraten aber selbst in eine Situation, wo wir im Ausnahmezustand sind und wo wir selbst, ich arbeite immer viel mit Bildern, ja, und ich stelle mir das so vor, wir machen zusammen eigentlich jeden Tag unseren Waldspaziergang. Ja, das ist so der Tagesablauf, der Tageslauf. Und auf diesem Wald, den Waldspaziergang kennen wir. Und auf einmal verändert sich dieser Weg. Der Weg ist nicht mehr der Weg, den wir sonst gehen, mit an der Ecke dem Häuschen und mit dem Baumstamm, der umgefallen ist und wo die Kinder immer drauf balancieren und wir wissen, wir biegen rechts ab und die Blätter liegen da und so, sondern der Wald verändert sich und es wird auf einmal wie so ein Geröllfeld und es wird total steinig und das ist unser Weg jetzt, ja. Und die Frage ist eben, wie können wir jetzt erstmal selbst aus unserem Rucksack, den wir haben, Bergstiefel nehmen, ein Seil nehmen, uns selbst erstmal sichern, weil sonst können wir ja die Kinder, die mit uns auch gehen, gar nicht auch sichern. Nee, es Ja. ist wie im Flieger, ne? Erstmal sich selber versorgen mit der Ja. Sauerstoffmaske und stabil sein, bevor man es quasi irgendwie bei Ja. den Menschen um sich herum macht. Also Und das ist ich eben auch nicht so einfach, weil manchmal wissen wir ja auch gar nicht, was zu tun ist. Und wir dürfen nicht vergessen, es ist ja jetzt nicht so, es klingt ein bisschen romantisch, aber es ist ja nicht wie im Wald. Ja, da sieht man ja die Wolken kommen. Da sieht man ja, dass da hinten ein Geröllfeld ist. Ne? Das ist ja ja. so, das wirst du bestätigen können, dass man auf einmal einen Befund bekommt. Und natürlich ist man vorher schon, also ich habe es auch schon sehr unterschiedlich erlebt, also dass wirklich der Befund aus heiterem Himmel kommt oder aber, dass er sich eben auch ankündigt, dass man Schmerzen hat oder dass man irgendwie auch schon sozusagen eine Verdachtsdiagnose hat oder sowas, ja, und die sich dann bestätigt. Also und dann ist man ja auch im Schock erstmal, ja. Und Total. ich glaube, dann erstmal die Menschen um sich zu haben und mit denen vielleicht auch, das weiß ich nicht, auch das ist unterschiedlich, das habe ich auch schon erlebt, erstmal auch gar nicht nur zu sprechen, erstmal nur auch auszuhalten, was da gerade steht. So, das wäre so das Erste. Und das Zweite dann, vielleicht ist das auch was, was du kennst, es auszusprechen, ist gar nicht so einfach, weil in dem Moment, wo man es ausspricht, wird es wahr und es ist Ja. im Raum und in der Welt. Und man muss es, bei mir war es damals so, ich war auch in diesem Loch, ne, in diesem Tal, in diesem absoluten Nebelfeld, nenne ich so im Nachhinein, wo ich auch gar nicht mehr so ein paar Tage in Erinnerung habe, die sind fast verschwunden. Die Diagnose war Passt ja zu da, dem Waldweg, ne? So zu genau. diesem, ja, wie so ein Und Nebelfeld. der war wirklich im Nebel. Und dann bin ich aber Gott sei Dank ins Tun gekommen, ja. Also ich habe dann noch mehrere Arztmeinungen mir geholt und ich habe dann einen Arzttermin nach dem anderen sozusagen abgeklappert und hatte Dinge zu tun neben meiner normalen Arbeit, die ich einfach weitergemacht habe, weil ich gedacht habe, so ein bisschen Gerüst, Normalität brauche ich auch. Ich kann jetzt nicht nur mit dieser Diagnose von Arzt zu Arzt tingeln. Und dann habe ich mir natürlich lange überlegt, wie sage ich es denn jetzt erstmal den Kindern? Und weil es war klar, ich werde in kürzester Zeit mit der Chemo anfangen. Und man weiß ja auch nicht, wie geht es einem in der Chemo. Ja, das verändert sich, ne? Und dann ist, wird der Elefant immer größer. Ja, Ja. genau. Und am Ende wusste ich natürlich, ich werde jetzt einfach nicht mehr so weitermachen können wie bisher, sondern
ich werde einfach sehr viel Zeit bei den Ärzten verbringen. Und ich habe damals mir Tipps von einer Freundin geholt, die sich ganz gut mit der Materie auskannte. Und die sagte, für euch rate oder euch rate ich, in den Wald zu gehen, also um da so geerdet zu sein, um diese stabilen großen Bäume zu haben und eine Vertrauensperson deiner Wahl sozusagen. Ich habe damals den Papa mitgenommen. Und dass du sagen kannst, pass mal auf, Kinder, mir geht's nicht gut. Ich habe jetzt den Knoten in der Brust, je nachdem, wie alt die Kinder sind. Mein Sohn hat sofort verstanden. Er hat mich angeguckt mit seinen 12 Jahren und sagte, Mama, ist das Krebs? Ich sage ja. Meine Tochter wollte den Knoten spüren. Also jeder ist da ja anders. Und dass man aber dann, das habe ich gemacht, den Kindern dann gesagt, ich werde vielleicht nicht mehr ganz so viel mit euch machen können in nächster Zeit, aber der Papa ist da und Oma und Opa, ganz wichtige Bezugspersonen, die sind vor allen Dingen für da. Und meine Tochter hat dann auch viele Tage in der Woche immer bei meiner Mutter verbracht oder bei meinen Eltern verbracht. Und da hatte sie schon so eine Aussicht, da hat sie sich sogar darauf gefreut. Ja? Und das war für uns damals, also für mich war es ein super schweres Gespräch, aber ich war sehr erleichtert, weil die Kinder im Laufe des Nachmittags und auch noch in der Zeit danach, bevor es wirklich anfing, aus dem Nichts heraus plötzlich Fragen gestellt haben. Oder mein Sohn meinte so, Mama, ich google jetzt, was dir gut tut auf YouTube. Ja, ich schaue mir das an und da gibt es bestimmt eine besondere Ernährung, die du haben willst oder haben Also brauchst. das heißt, sie haben sich dann auf ihre Art und Weise damit beschäftigt und es ist zu ihrem Alltag geworden, ein Stück. Und also wenn du hören möchtest, was ich dazu sage, ich finde das eine großartige Idee. Es ist ja auch sehr gut aufgegangen und ich möchte gerne noch mal so das, diese Idee und diese Umsetzung eigentlich berücksichtigt hat, also was da für Chancen entstanden sind, würde ich gerne noch mal sagen. Ich habe das so ein bisschen aufgeschrieben. Also du hast als allererstes beschrieben, dass du im Grunde das alles vernebelt war und dass du gar nicht richtig da warst. Du erinnerst das auch gar nicht mehr, ne? Das ist also so eine Form von Erstarrung irgendwie, so total zu erstarren, innerlich zu erstarren. Und dann hast du es aber geschafft, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt, den hast du auch so beschrieben, wieder aus dieser Erstarrung in eine Bewegung zu kommen. Also dich zu bewegen, wieder zu spüren, weiterzugehen. Ja, und das ist eine ganz große Fähigkeit, dass, wenn man das kann, manchmal braucht man auch Menschen um sich, die einen aus der Erstarrung wieder rausholen. Aber das ist super gelungen. Und dann hast du im Grunde erstmal dich selbst sicher gemacht. Also du hast jemanden gefragt, was kann ich jetzt tun? Du hast für dich einen Plan gemacht, wann wird es losgehen, was ist zu tun, was ist jetzt wirklich die Diagnose? Und das alles, bevor du mit deinen Kindern gesprochen hast. Weil zu dem Zeitpunkt vorher hättest du den Kindern gar keinen Boden geben können. Du hättest gar nicht sagen können, Oma und Opa sind da und Papa ist da und so, ne? Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man eben auch schon so ein bisschen was wie einen Plan hat, sodass eben, und das ist das Wichtigste, jetzt komme ich zu dem Fachlichen, dieses emotionale Basisgrundbedürfnis der Sicherheit. Das ist ja total, wie soll ich sagen, beeinträchtigt, ja, weil man hat keine Sicherheit. Also wir haben sowieso alle immer keine Sicherheit, haha, wissen wir alle seit Corona und so weiter. Aber es wird einem, glaube ich, mit so einer Erkrankung noch mal ganz bewusst, dass eigentlich sicher ist, dass nicht sicher ist und dass wir uns im Grunde jeden Tag oder dass wir uns so Meilensteine setzen können, gerade in so einer Behandlung, das weißt du auch besser als ich, wo man dann eben bis dahin sich sicher fühlt und dann mal gucken, mal weiterschauen. Ja. Und ich glaube, das ist total gut gelungen und ich finde auch diesen Ort, ich finde es ja total interessant, dass wir beide heute dieses Voll. Waldbild haben, Ja, ja, das war nicht weil abgesprochen. es Also, das war muss ich nicht nochmal sagen. Wir haben abgesprochen, uns nicht darüber unterhalten. Und ich finde eben auch Wald, ich bin auch oft im Wald, ich finde auch Wald einen wunderbaren Raum. Ja, jetzt in diesem Sommer, wo es auch viel geregnet hat, man wird nicht nass im Wald, weil es gibt dieses Dach, dieses Blätterdach. Ja, und das ist, finde ich, ein sehr schöner Raum, wo du eben alles hattest, wo du Sicherheit hattest, auch dieser Raum auch für ein Gefühl, Raum für Bewegung. Ja, dass ihr nicht an einem Ort sitzt irgendwie. Aber ich gebe dir recht, man darf es immer wieder
für sich selbst auch entscheiden, wie es selbst passt. Und ich glaube, das Entscheidende, weshalb es gut gelungen ist, ist, weil du dir auch sicher warst, dass das ein guter Weg sein wird. Ja. Und das war für mich auch wichtig, weil ich konnte so zumindest alle Fragen grob erstmal beantworten. Und das Gleiche habe ich auch übrigens beim Gespräch mit meinen Eltern gemacht. Davor hatte ich fast genauso viel Angst, weil ich bin Einzelkind, ich bin sehr eng mit meinen Eltern. Und den eigenen Eltern zu sagen, dass die Tochter todkrank ist, das ist wirklich echte Bürde. Ja. Und bin damals zu denen nach Hause gefahren und war alleine mit den beiden, habe gesagt, wir müssen uns mal kurz hinsetzen in dem Moment. Das hatten wir nie, weil ich bin eigentlich ein sehr positiver Mensch. Wussten die beide schon, oh Gott, was kommt denn jetzt eigentlich? Und das Gute war aber auch zu diesem Zeitpunkt, ich hatte wirklich 4 bis 5 Ärzte schon aufgesucht. Ich hatte einen Bekannten, der aus der Branche sozusagen kommt, den ich gelöchert habe. Also ich hatte mir so viel Wissen in kurzer Zeit angeeignet, dass ich auch allen Fragen standhalten konnte. Wie, ne? wie sind die Heilungschancen? Wann musst du zur Chemo? Das ist natürlich das, was Eltern in dem Moment auch wissen wollen. Und, und es war sehr, sehr emotional, aber es war, fand ich, genau richtig, weil es flossen jetzt nicht nur Tränen und es war jetzt nicht ein Tränenmeer, sondern ich habe gesagt, ich schaffe das, ich bin guter Dinge, ich habe den besten Arzt, ich habe die beste Therapie, ich weiß, dass ich das schaffe. Und ich glaube, die Zuversicht, die ich ausgestrahlt habe, die hat in dem Moment so auf meine Eltern abgefärbt. Da gab es überhaupt kein Rechts und Links und zurück schon mal gar nicht. Wir haben da alle nur nach vorne geguckt. Das war echt. Das ist wirklich toll und da hast du einfach eine unglaubliche Resilienz, nennt man das psychische Widerstandskraft. Kannst du denn sagen, woher du die genommen hast? Also in einer Situation, wo ja viele Menschen auch dann Kraft verlieren und manchmal auch Zuversicht verlieren, je nachdem auch wie dann die Prognose ist. Wie hast du oder was würdest du auch Menschen sagen, die verloren haben oder die sie erst finden müssen? Ja. Also ich habe ja für mich so ganz viele kleine Tools gefunden, die mich so von innen aufgerichtet haben. Das war natürlich einerseits die Meditation, vor allen Dingen aber wirklich der Sport. Natürlich konnte ich im Laufe dieser ganzen Behandlung gar nicht mehr so viel Sport machen, aber ein bisschen Yoga, ein bisschen Dehnen und wenn es nur der Spaziergang um den Block war, das hat mich immer so wirklich einfach runtergebracht. Das hat den Kopf freigepustet. Am Ende des Tages waren es auch wirklich so kleine Momente zu sagen, okay, ich nehme mir jetzt die Zeit und bringe meinem Sohn das Kochen bei. Kann nicht schaden und wer weiß, wie es mir geht. Ne? So schöne Momente einfach am Herd, er sich dann auch natürlich dafür interessiert hat und wir haben angefangen, Schach zu spielen. Also das waren, ich habe mir Zeit genommen für Dinge, für die ich mir fast nie vorher Zeit genommen hätte. Das hat die Krankheit, diese Zeit bewirkt und im Nachhinein war das aber auch etwas sehr, sehr Schönes. Und ich versuche noch ganz viel von dem, wenn es irgendwie geht, jetzt, wo es mir gut geht, in den Alltag zu integrieren. Ja, wie schön. Das klingt total gut. Also ich würde auch immer sagen, wenn jemand diese Tools, also du hast jetzt Meditation angesprochen oder Yoga, das heißt aber auch, dass du vorher ja schon jemand gewesen bist, der mit dem Körper, mit der Seele, mit dem Einchecken in dich und in dein Leben auch schon Erfahrungen hat. So. Ja, also mit der Meditation muss ich ehrlicherweise sagen weniger, aber eine sehr, sehr enge Freundin von mir ist Meditationslehrerin und Yoga-Lehrerin. Und ich habe mich immer so ein bisschen schwer getan mit den Themen und wir haben wirklich Online-Sessions gemacht ohne Ende, weil es war ja Corona-Zeit. Und selbst online hat das so viel gebracht und hat mich so runtergebracht und hat in kürzester Zeit gezeigt, wie viel man selber Kraft schöpfen kann durch so eine Meditation oder durch eine Yoga-Einheit. Das war Wahnsinn. Also das dann sage ich es nochmal anders, weil das, was du ja gemacht hast, ist ja auch, und das ist auch eine Fähigkeit, sich Hilfe zu holen. Ja. Also sich, und ich meine, wenn man jetzt gerade keine Freundin hat, die Yoga-Lehrerin ist oder das Netz nicht so groß ist, dann ist es vielleicht doch trotzdem nochmal notwendig, irgendwo hinzugehen, zu gucken, was würde mir jetzt gut tun und sich eben nicht, also das finde ich auch so, ne, dass du dich nicht versteckt hast.
hast, so, sondern dass du eben rausgegangen bist. Und klar, später ist es ja dann auch bekannt geworden. Das ist dann auch mal was anderes, nochmal eine andere Nummer. Aber ich meine jetzt tatsächlich so in deinem kleineren Kreis, in deinem Familienkreis, in deinem Freundeskreis, dass du auch den Leuten zutraust, dass sie das, also dass sie das mittragen können. Ich glaube, das ist auch gut. Ja. Also es war wirklich nur ein ganz kleiner Kreis am Anfang. Und meine Freundin, die Kerstin Linnertz, die ist jemand, die hat so empathisch selbst über Tools wie Skype mich geerdet. Und ich weiß, wer jetzt keine Kerstin in seinem Freundeskreis hat. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten da draußen, um sich von innen heraus zu stärken. Von innen heraus zu stärken heißt eben tatsächlich auch so eine seelische Balance wieder, ne? Also wir wissen ja, dass das Krebs eine organische Erkrankung ist erstmal und gleichzeitig betrifft sie so sehr die Seele, wenn wir erkranken, ne? Und das finde ich eben auch so wichtig, dass wir das auch bedenken, dass wir nicht nur ausschließlich den Körper behandeln, sondern dass wir auch die Seele mitbehandeln, dass wir uns Menschen suchen, wo wir mit unseren Gefühlen hingehen können, wo wir auch mal mit unserer Trauer hingehen können. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber meine Erfahrung ist, dass es einfach auch Höhen und Tiefen gibt. Also es gibt einfach Tage, da wacht man auf und dann merkt man so, die Zuversicht ist nicht so da wie am letzten Tag. Also, oder es kommt irgendeine Nachricht rein und oder es kommt alles zusammen. So, ne? Und dann sozusagen wieder Menschen um sich rum zu haben und die einen eben auch begleiten, weil das meine ich nicht, damit alleine zu bleiben, heißt nicht nur es zu kommunizieren, sondern eben auch wirklich sich Leute zu suchen und damit offensiv auch umzugehen. Ja. Dafür ist ja auch der Austausch hier in der Yes We Cancer App natürlich super, weil ich habe die Erfahrung, der andere hat die Erfahrung. Also was ich noch sagen wollte, ich habe meine Tochter und meinen Sohn ja wirklich mit einbezogen und ich hatte hinterher beispielsweise in der Strahlentherapie wie so eine Art Raster hier aufgezeichnet, wo immer bestrahlt wurde und es musste mit so einem Hautstift bestrahlt werden. Und dann war ihre Aufgabe, das immer nachzumalen, weil nach jeder Dusche ist es verblasst. Und das haben die mir aber auch gesagt im Strahlenzentrum. Und das hat sie so ernst genommen. Und dann hat sie mich einmal so ausgeschimpft, hat gesagt, Mama, du darfst nicht so doll duschen. Ja, ich sehe die Striche nicht mehr. Da hatte sie, sie fühlte sich sehr mitgenommen und sehr verantwortlich. Ich habe immer gesagt, du bist meine kleine Krankenschwester und du machst das großartig, Schatz. Ne? Ja. Ja, und auch das ist großartig, was du jetzt nochmal sagst, weil diese Erkrankung einen ja, wir haben ja vorhin schon von Erstarrung gesprochen, also die lässt einen erstarren und die lässt natürlich nicht nur einen selbst erstarren, sondern auch die Menschen, die das hören und gerade auch unsere Kinder, die und es kehrt sich ja auch fast dann ein bisschen um, ne, dass wir sind eigentlich für die Kinder verantwortlich und auf einmal fühlen sich die Kinder für uns verantwortlich. Und das aber in eine bestimmte Bahn zu lenken, also dass eben deine Tochter nicht auf die Idee kommt, deine Tränen trocknen zu müssen oder mit dir zum Arzt gehen zu müssen, weil sie sich verantwortlich fühlt, sondern dass du sagst, schau, das ist dein kleiner Bereich und dort bist du, kannst du etwas tun. Also auch wieder in Bewegung kommen und hilfreich sein und wertvoll sein und etwas beitragen. Und das finde ich ganz großartig. Also ich finde das ganz, ganz bewundernswert, wie du das gemacht hast und finde, man kann da ganz viel draus ziehen und hoffe, dass auch der ein oder andere, es würde mich ja auch mal interessieren, wie gehen andere damit um? Ja. Wie gesagt, hier in der Community, das finde ich auch ein ganz großes Plus, dass das möglich ist hier, dieser Austausch. Ich habe die auch schon ganz oft weiterempfohlen und weiß auch schon, dass Menschen sich darüber verbunden haben und auch Freundschaften geschlossen haben und auch die Möglichkeit hatten, nochmal weitere Hinweise zu bekommen, wie sie damit umgehen können. Apropos Hinweis, ihr könnt uns natürlich hier Fragen schreiben und ihr habt euch da auch schon im Vorfeld an uns gewandt und ich würde jetzt gerne mal ein, zwei Fragen, Katja, direkt an euch weitergeben, die uns im Vorfeld schon geschrieben wurden. Meine Tochter ist 5 Jahre alt. Was kann ich ihr zu meiner Krankheit sagen? Es ist Brustkrebs oder halte ich sie da raus? Fragt Christine aus Koblenz. Ja, da bist du ja fast eher die Expertin als ich. Ja. Wie alt war deine Tochter? Du hast gesagt... Meine war 7 und mein Sohn war 12. Ja, guck mal. Also wir können im Grunde dazu ja gar nicht so viel sagen, weil wir gar nicht wissen, wie lange ist das schon, wie ist das Stadium, mit welchem Ziel. Also ich würde jetzt sagen, es wäre schon wichtig, auch die Kinder mit einzubeziehen, nachdem ich auch mit dir nochmal gesprochen habe und die Art und Weise,
wie man das tut, da finde ich, bist du ein sehr, also da bist du einen sehr guten Weg gegangen. Und vielleicht kann Christine für sich auch noch mal überlegen, was ist denn ihre Sorge? Also wenn wir uns sozusagen uns die Frage stellen, soll ich sie mit einbeziehen? Was ist denn, gibt es da eine Sorge, dass sie das vielleicht nicht halten kann oder dass sie selbst zusammenbricht oder so? Und ich finde, dieses Antizipieren und Überlegen, was könnte denn passieren? Und was wäre denn der Worst Case und ist das realistisch? Ja, das macht es dann vielleicht ein bisschen kleiner, weil wir haben ja oft in unseren Gedanken auch Sätze, die nicht konstruktiv sind und die dann die Gefühle größer machen, als die eigentliche Ja. Situation ist. Ja. Ich lese mal noch eine Frage vor. Und du Ich bin ergänzt sehr, bitte auch, ne, wenn du das ich, Gefühl das tue ich hast. auf jeden Fall. Ja, Also okay. ich bin immer als Mutter war es mir wichtig, dass meine Kinder das wissen, weil ich, und das hat sich auch bewahrheitet, mir gedacht habe, die kennen mich als dynamische, positive Mama. Ne? Klar, gibt auch mal Krach, aber am Ende des Tages bin ich schon irgendwie so hands-on. Und es gab Tage, da konnte ich nicht mehr so sein. Und es gab auch viele Folgetage, da konnte ich nicht so sein. Und ich dachte irgendwie, nee, bevor die Kinder sich irgendwelche komischen Gedanken machen, hat das was mit denen zu tun oder so, schenke ich denen lieber reinen Wein ein und sage, pass auf, es hat mit euch ja gar nichts zu tun. Ich bin krank. Ja, Ich gut. kriege das aber wieder hin, dass ich denen gleich auch was Ja. Positives mit auf den Weg gebe und sage, das ist ja nicht für Ja. immer, obwohl ich es natürlich nicht hundertprozentig in dem Moment Genau. wusste. Das ist Ja. schon klar, aber Ja. ich wollte auch selber daran glauben. Und ich glaube, wenn man schon so schwankt mit seiner eigenen Meinung, Prognose, das ist schwierig. Also ich habe immer gesagt, es gibt kein Zurück, es gibt nur nach vorne und Ja. Sterben kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Und so habe ich es aber meinen Kindern nicht gesagt. Meinen Kindern habe ich gesagt, das ist schon eine schwere Krankheit, aber ich habe die allerbesten Ärzte und ich werde wieder gesund. Es wird Ja. nur vielleicht bis zu einem Jahr dauern. Genau. So. Und ich glaube, was noch dafür spricht, während du jetzt erzählt hast, ist mir noch was eingefallen. Es ist ja so, dass unsere Kinder uns am allerbesten kennen. Und zwar auch Dinge, also die Kinder kooperieren mit uns und zwar mit den ausgesprochenen Wünschen und Anliegen, die wir haben, aber eben auch mit den unausgesprochenen. Und das heißt, sie haben ein Gespür dafür, wie unsere Energien gerade sind und was unsere Wünsche und Anliegen sind. Und wenn wir diese Sachen nicht ansprechen, dann besteht die Gefahr, dass die Kinder merken, dass etwas ist und gleichzeitig das auf sich beziehen. Also irgendwas ist bestimmt mit mir nicht, weil der andere verändert sich. Ja, und auch aus diesem Grund würde ich dafür plädieren, die Kinder mit einzubeziehen. Was dann Christine sagt und wie sie das macht, das wäre gut, wenn sie das für sich nochmal guckt. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall notwendig, da sozusagen die Spannung auch aus der Atmosphäre rauszunehmen. Ja. Michi, die aktuell in Chemotherapie ist, fragt, wie offen kann ich meine Gefühle zeigen, wenn es mir schlecht geht? Ja, auch das ist. Das ist eine Frage übrigens, die ich öfter gestellt bekomme, nicht nur im Kontext von der Erkrankung oder der von Krebs, sondern tatsächlich auch andere. Es gibt ja auch andere Situationen, wo Eltern, wo Mütter, Väter sehr belastet sind und dann eben auch starke Gefühle haben. Ich würde immer über die Gefühle sprechen und würde aber immer auch einen Notfallkontakt haben. Also wenn es mir jetzt ganz, ganz schlecht geht und sozusagen meine Gefühle so überbordend sind und so auslaufen, manchmal, ich spreche dann manchmal von emotionaler Inkontinenz, ja, also wenn ich das nicht halten kann mehr und den ganzen Tag einfach oder so viel weinen muss, dass ich mich ausbreite, dass ich auslaufe, dann ist es, glaube ich, schwierig für die Kinder, wenn sie mit mir alleine sind. Dann wäre es schon gut, wenn noch mal jemand da ist, der das einordnet und der vielleicht auch die Kinder hält und der auch noch mal sagt, so ist das, das gehört auch mit dazu, ja. Und da so ein bisschen die Angst bei den Kindern rausnimmt, weil die Kinder ja uns Eltern als stark wahrnehmen, ne? Als stark und als wir sind diejenigen, die die Probleme für sie lösen, mit ihnen lösen, für sie da sind, wenn sie Ängste und Sorgen haben. Und auf einmal nehmen sie uns wahr als jemand, wenn ich eben starke Gefühle habe, als jemand, der
Selbstunterstützung braucht. Ja. Und deswegen ist es gut, wenn wir das, also wir sollten es auf keinen Fall wegdrücken. Da bin ich kein Freund von, weil das kommt auf der anderen Seite irgendwann wieder raus, durch irgendetwas, ja. Aber wir sollten gucken, dass wir jemanden mit dabei haben. Das hast du ja auch gesagt, bei dem auch ganz toll finde ich, dass du da noch jemanden, einen Weggefährten mitgenommen hast, ja, auf diesen kleinen Berg, auf den du da gestiegen bist, sozusagen im Wald, ja, und gesagt hast, naja, wer weiß, was passiert, und es ist einfach gut, wenn da jemand noch mit dabei ist, ja. Ja. Und so wäre es gut, wenn an den Tagen, wo die Gefühle sehr stark sind, dass man die zeigen kann. Und trotzdem aber jemanden dabei hat, falls man, ja, falls man eben auch mal ausfällt und dann auch mal weggehen muss und mit seinen Gefühlen allein sein muss. Erinnere mich an einen Tag bei mir, das war so mit einer der schlimmsten Tage, da war mir wirklich ziemlich übel. Und ich habe immer, der Geschmack verändert sich in der Chemo und man schmeckt sehr viel Metall, vor allen Dingen in den Tagen nach der Chemo. Und ich weiß noch, mir hat immer, also generell hat es meinen Magen etwas beruhigt, wenn ich Pommes frites gegessen habe. Völlig verrückt. Ja, jeder hat was anderes. Es gibt zum Beispiel auch Speisen aus der Zeit von damals, die kann ich nicht mehr essen, weil ich die mit einer absoluten Übelkeit verbinde. Und ich habe also immer Pommes gegessen, und gab diesen einen Tag, da war mir so übel. Da hat mir erst meine Mutter eine Portion Pommes gebracht, dann hat mir meine Tochter eine Portion Pommes gebracht, dann nochmal meine Mutter. Und immer wenn mir dann danach schlecht war, hat meine Tochter gefragt, soll ich Oma anrufen, dass die Pommes bringt? Ja, also wir hatten auch wirklich lustige Situationen. Die hat schon viel mitgekriegt. Und es war dann so, dass wir an dem Tag so schlecht waren, dass sie gesagt hat, Mama, kann ich irgendwas für dich tun? Ich sage, weißt du was? Vielleicht erzählst du mir mal eine Geschichte und lenkst mich mal ab. Und sie hat das alles so ernst genommen. Und Es war ja auch ernst. es war auch ernst, aber ich habe in dem Moment auch gemerkt, so, sie wollte mir helfen. Aber das war auf so einer Ebene, wo ich gedacht habe, das kann sie auch, das schafft sie ja. Sie schafft es, mir eine Also hast Geschichte sie zu nicht erzählen. überfordert, ja? Du hast auch Genau. nicht gesagt, kannst du bitte mal den Professor anrufen und fragen, was ich machen Genau. soll, ja? Genau. Sondern du hast gesagt, ja, in eurem Rahmen, dass sie etwas für dich tun kann. Wie schön, Ja. wirklich. Das klingt so toll, ja. Ja, das hat sie auch gemacht, ne? Also das war eigentlich eine sehr emotionale, aber eine ganz schöne Situation. Deswegen, es gibt in dieser Zeit von damals auch wirklich schöne Momente, an die ich mich echt gerne zurückerinnere, weil die so eine unglaubliche Intention hatten, Intensität. Intensität, Ja, also ja, das glaube ich, war ja. Und ihr da nochmal so wahrscheinlich auch sehr zusammengerückt ja. seid. Ja, genau. Ja. Wie schön. Es gibt ein paar Fragen, ich würde es jetzt mal allgemein formulieren, wie man mit den Ängsten der Kinder umgeht. Ja, was macht man zum Beispiel auch, wenn die sich zurückziehen? Also also erstmal ist es ja die Herausforderung, dass wir das überhaupt bemerken, weil wir sind ja auch häufig mit uns beschäftigt, ja. Wenn Kinder sich zurückziehen, manchmal sind wir ja dann froh, wenn die nicht fragen. Ja, also in der Regel fragen die Kinder eher und wie geht man mit Ängsten um? Ich würde immer fragen, wovor hast du Angst? Was genau ist deine Sorge? Also, weil wenn wir nur bemerken, jemand hat Angst oder wenn jemand sagt, ich habe Angst, dann ist es wie so eine große schwarze Wolke. Aber wenn wir dann anfangen, aus dieser schwarzen Wolke sozusagen kleine Ecken zu zupfen und zu sagen, wovor hast du denn Angst? Lass uns das doch mal angucken, dann wird es insgesamt kleiner. Ja. Ja, und manchmal, also so absurd das klingt, aber wenn man Ängste teilt, dann werden sie auch kleiner, dann werden sie verteilter. Also man kann sie auf den Schultern verteilen und manchmal tut es ja auch gut zu sagen, ja, ich habe auch Angst davor und gleichzeitig die Zuversicht zu geben. Heute und jetzt bin ich hier und wir gucken. Und das stimmt, wir können es noch nicht sagen. Ja. Ja, und ich kann deine Angst verstehen. Also Gefühle werden reguliert, indem sie einen Raum bekommen und indem sie besprochen werden, eingeordnet werden und dann werden sie kleiner. Sie gehen nicht weg, sollen sie ja auch nicht. Ne? Das sind ja auch Absolut. Hinweisgeber. Und es ist Absolut. ja auch eine Situation, die Angst auslösend sein kann, erstmal. Eine letzte Frage. Zeit ist schon fast sehr abgelaufen, beziehungsweise ihr könnt natürlich trotzdem noch weiter Fragen stellen, weil der Chat wird ja auch, oder beziehungsweise unser Insta Live wird im Anschluss natürlich auch auf Instagram zu sehen sein und auch auf YouTube. Und Fragen, die ihr auch im Nachhinein stellt, die wird Jesper Kenzer auf jeden Fall
beantworten. Aber eine Frage finde ich noch ganz spannend. Nachdem ich meinen Kindern 8 und 11 Jahre alt gesagt habe, dass ich krank bin, haben beide das Thema nicht weiter von sich aus angesprochen. Soll ich sie auf dem Stand der Therapie halten und von mir aus damit wieder anfangen, fragt Vanessa aus Augsburg. Ja, also da würde ich jetzt, wenn Vanessa hier wäre, würde ich sie fragen, wie sie das den Kindern gesagt hat und was sie dafür ein Gefühl hatte, weil es wird ja auch Gründe geben, dass die Kinder das erstmal nicht mehr ansprechen. Vielleicht sogar das, was wir vorhin gesagt haben, dass sie Ängste haben oder dass sie Sorge haben, wenn sie es ansprechen, dass es für die Mama zu anstrengend ist, ja. Ja. Und wenn man das weiß, also wenn man da so ein bisschen weiter ist, dann kann man immer noch mal überlegen. Ich würde die Kinder immer fragen. Also ich würde immer fragen, wie geht's euch denn damit? Also Ja, doch auf sie zugehen, oder? Also nicht. also man kann ja, also wenn die Kinder sagen, mir geht's nicht gut damit, oder wenn man dann das Gefühl hat, man muss bohren und es kommt kein Gefühl zustande, dann kann man ja immer noch mal weitersehen, ne? Aber ich glaube, dass die Kinder eher aus Sorge, dass sie ein Thema reinbringen oder dass sie etwas anschneiden. Also was wir nicht ansprechen, ist nicht. Ja, was wir nicht besprechen, das ist nicht da. Das ist ja tatsächlich manchmal so. Also dass wir auch Ja, als Erwachsene noch so ja. handeln. Ja, wir wissen bestimmte Dinge so unausgesprochen, aber wenn wir es nicht ansprechen, dann ist es irgendwie nicht präsent. Ja, und ich glaube, dass es da erstmal die Frage, also wie geht's euch damit? Und dann die nächste Frage, also soll ich die beiden auf dem Stand der Therapie halten? Auch das würde ich fragen. Ja. Möchtest du das? Ist das wichtig für dich? Oder soll ich das mit mir ausmachen oder mit so? Oder ist es für dich nicht so interessant? Ja. So, und das dann, ich glaube, das ist nicht so einfach, die Frage auch zu stellen, weil wir ja dann auch die Antwort hören müssen. Also angenommen, jetzt der Elfjährige würde dann sagen, ich will es eigentlich nicht wissen. Ja, dann können wir vielleicht antizipieren, aha, da sind große Ängste und dann wäre es vielleicht auch gut, einen Menschen des Vertrauens nochmal an die Seite zu stellen oder auch nochmal zu sagen, du kannst jederzeit zu mir kommen, auch mit Ja. deinen Ängsten. Ja, so, aber es ist eben, also ich finde, an der Frage wird auch nochmal deutlich, dass es eben nicht immer so ist, wie du es jetzt beschrieben hast, ne? Dass die Kinder dann so offen sind, dass die Kinder so um einen rum sind und dass die dann, also dieser offene Umgang, ja, dass das Ja. manchmal, wie du auch vorhin schon gesagt hast, kommt es dazu, dass die Kinder Ängste entwickeln und sich dann eher zurückziehen oder sich Sorgen machen um die Eltern und es dann nicht mehr thematisieren. Und auch ich glaube, auch damit muss man dran oder darf man transparent mit umgehen und die Kinder fragen, weil die Ich Erkrankung glaube ist ja da. das, ja, ich glaube das auch, weil ich hatte in der Chemo eine Mit-Chemo-Patientin, mit der ich mich dann auch angefreundet habe, die hatte eben zu dem Zeitpunkt auch zwei Kinder, die schon im Teenageralter waren. Und der Sohn ist damit ganz, der ist auf Abstand gegangen und die Tochter hat sich wahnsinnig Sorgen gemacht und sich um sie gekümmert. Aus einer Familie, die waren wirklich ganz unterschiedlich, die Kinder. Und der Sohn brauchte tatsächlich, das hat die hinterher gemerkt, meine Bekannte, diese Ansprache seiner Mutter. Ne? Der hat sich einfach so in sein Schneckenhaus zurückgezogen. Es ist sowieso jetzt nicht die Person, die jetzt mit jedem sofort seine Emotionen und sein Innerstes bespricht. Und die hat ihn irgendwann auf so einem langen Spaziergang, da sind wir wieder im Wald mit dem Hund, hat sie ihn sich geschnappt und gesagt, ne, du kannst mich alles fragen. Also ich bin für dich trotzdem ja auch, ich bleib deine Mama, egal wie schlecht es mir geht. Und dann fing er langsam an, sich zu öffnen. Das war auch für sie eine totale Erleichterung, weil die sich natürlich auch einen Kopf drum gemacht hat. Ja, Du, kann und ich weißt verstehen. du, mir fällt gerade noch was ein. Je nachdem, wie alt die Kinder sind, ist es ja auch so, dass sie noch nicht so antizipieren können. Also es hat ja was mit einer kognitiven Entwicklung zu tun, ne? Wenn wir Krebs hören, dann assoziieren wir damit ganz viele verschiedene dunkle Bilder, Ängste und so weiter, ja. Bei Kindern ist das unter Umständen anders, ja. Die hören das vielleicht als eine Information und wenn wir dann auch zuversichtlich sind und auch keine große Sache draus machen, kann es auch einfach sein, dass die Kinder sozusagen das für die Kinder auch keine große Sache ist. Ja, auch das kann sein. Und es ist ja auch immer wieder die Frage, wie lang ist der Prozess? Und du hast ja auch vor allen Dingen das gesagt, weil du wusstest, also wenn ich dich richtig verstanden habe, du wirst nicht mehr für die Kinder in dieser Form erstmal da sein können. Und es wird sich für die Kinder massiv was verändern. Das heißt, du musstest es ja ansprechen. Ja. Genau. Ja, absolut. Oh, Katja, wir könnten wahrscheinlich noch Stunden Ja. weiterreden, Ja. aber Wir machen das einfach noch.
nochmal. Wir machen das nochmal. Und wenn ihr, wie gesagt, Fragen habt, schreibt sie gerne trotzdem noch hier bei Instagram in den Chat unten drunter. Wir werden sie beantworten. Und ich glaube, eine Frage konnten wir jetzt ganz gut beantworten. Wie viel Kommunikation braucht es in der Familie, wenn Krebs im Spiel ist? Ganz viel ist letztlich die Antwort, aber natürlich dosiert, kindgerecht, altersgerecht und situationsabhängig, so kann man es vielleicht sagen. Situationsabhängig, genau. Und keiner sollte damit alleine bleiben. Ja. Genau. Ja. Ja, Ja. vielen Dank, dass du mit mir gesprochen hast, dass wir das hier aufgreifen durften. Danke auch an Yes We Cancer, da sind die beiden Damen auch wieder. Hallo. Hallo. Und ich finde es ganz großartig auch, dass du auch dich selbst nicht rausnimmst, sondern dass du auch von dir erzählst und damit eben auch so vielen anderen die Möglichkeit gibst, davon zu profitieren. Vielen Dank. Ja, ihr könnt mich auch immer persönlich anschreiben, wenn irgendjemand hier eine zu persönliche Nachricht hat, die nichts für den Chat ist, dann erreicht ihr mich auch. Kein Problem. Toll, toll. Alles klar, ich übergebe an Yvonne und Mareike. Vielen Dank. Vielen lieben Dank. Danke, Vielen danke, Dank, danke. Tanja. Vielen Dank, Katja. Gerne. Sehr persönlich, interessant. Hat ganz viel Spaß. Also es gibt viel, was worüber ihr gesprochen habt und Bitte. damit der Community einen Mehrwert geben konnten und können. Und wünschen allen einen schönen Abend und Ja. danke für euer schönes. Dankeschön. Alles Gute. Auf Mach's ganz gut. bald. Ja. Bis Bye. dann. Tschüss. 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 Ciao. Tschüss.